Jo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder, wie man Diamanten findet in Minecraft. Und zwar die neue Version. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht. Mein erstes. Und jetzt kommt eine Auffrischung, eine Verbesserung, wie es noch effektiver geht. Hier habe ich direkt beim Creative aufgebaut, wie das nachher aussehen könnte. Aber fangen wir direkt einmal an. So. Also, ich setze generell mal voraus, dass wir auf Ebene 14, 13, 12 sind. Egal wo, eigentlich. Hier auf dieser Ebene. Und hier könnt ihr, wie auch im ersten Video schon gezeigt, einen kleinen Raum anlegen. Ich mache mal gerade mein Livestream an. Mit Öfen, Kisten, Werkzeug, Kisten, hier, Werkbänken und so weiter. Aber gehen wir direkt mal über in den eigentlichen Teil. So, ihr erstellt wieder einen Hauptgang, auch im ersten Video. Der kann 2x2, der kann auch 2x3 hoch sein. Er kann eigentlich so groß sein, wie ihr wollt. Ich habe jetzt mal als Hauptgang, damit ich zur Orientierung immer zurückfinde, einen 2x2 Gang gewählt. Der kann beliebig lang sein, wie ihr das haben wollt. So. Jetzt, bei dem letzten Video war es dann ja so, dass wir nach links gegangen sind oder nach rechts, einen Gang gegraben haben, zwei Blöcke Platz gelassen haben, einen Gang gegraben haben und so weiter. Das hat sich jetzt geändert. Denn mit der Bauweise hier ist es effektiver. Also wir suchen einen größeren Raum ab, aber verbrauchen weniger Blöcke. Also, oder weniger Spitzhacken beispielsweise. Und zwar fangen wir ganz normal... Oh, ich könnte gerade mal die Zeit setzen. So, damit sie hinten nicht dunkel wird. Und dann grabt ihr hier irgendwann halt einen Gang. Also diese orangen Felder hier, das habe ich euch zum Verdeutlichen, könnte ich gerade mal sagen. Die grünen Felder sind die Felder, die ihr alle sehen könnt, ja. Wenn ihr gegraben habt, und die orangen Felder sind die Felder, wo ihr reingrabt. So, also ihr grabt hier einen Zweiergang, der kann so lang sein, wie ihr wollt. So, und jetzt seht ihr hier schon, was das hier ist. Und zwar grabt ihr dann zwei Blöcke, nachdem ihr diesen Seitengang reingegraben habt, nach dem Hauptgang, also diesen Block hier seht ihr noch vom Hauptgang, dann geht ihr rein. Und wenn ihr jetzt direkt hier reingraben würdet, würdet ihr diesen Block doppelt sehen. Also zwei reingehen und dann hier graben. So, jetzt ist es hier hinten relativ dunkel, denn im Singleplayer-Modus kann man fünf Blöcke weit graben. Und dann reicht die Spitzhacke einfach nicht weiter. Das nutzen wir aus. Das heißt, wir graben fünf Blöcke hier rein. Und wie ihr sehen könnt, sehen wir hier vier Blöcke ringsherum. Das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch. Graben fünf Blöcke rein. Und dann können wir alles sehen hier. Wir gehen weiter. Hier fünf Blöcke. Hier fünf Blöcke. So. Und jetzt seht ihr schon, wie ich das hier angewendet habe. Jetzt könnte man beispielsweise sagen, so. Oh, ich sehe hier hinten etwas. Beispielsweise Diamanten oder sowas. Die blauen sind jetzt von mir dargestellt Diamanten. Dann gräbt man sich hier rein. Also natürlich würde man jetzt hier mehr sehen, aber ich habe zum Aufbau nur dieses Rohkonstrukt hier aufgestellt. Das heißt, man würde eigentlich hier außenrum noch mehr sehen. Gräbt man sich zu den Diamanten vor und kann sie abbauen. So, machen wir das gerade wieder mal zurück. So. Diese Blöcke könnt ihr sehen. So, dieser Zweiergang hier kann ebenfalls so lang sein, wie ihr wollt. Und dann halt immer im Abstand von zwei diese Gänge hier an die Seite machen. So. Und dann kann auch sein, dass ihr schon im Hauptgang beispielsweise auf ein Vorkommen trifft. Oder auch nicht. So, jetzt ist aber, warum die Abstände so groß?
Dieser Abstand hier zwischen diesem Eingang, dem Zweier, und diesem Gang hier sind genau 12 Blöcke. Denn ich habe ja gerade erzählt, dass wir im Singleplayer 5 Blöcke graben können. Das heißt, wir sehen 1 Block, 2 Blöcke, 3, 4, 5. Ja. Und noch den 6. Block, den wir angucken hier. Wenn wir jetzt von der anderen Seite auch 6 Blöcke graben, entstehen dann halt diese 12 Blöcke hier. Das kann ich gerade mal von außen zeigen. So. Die bunte Wolle hier sind angedeutete Rohstoffe. So. Das heißt, wir sehen hier, haben die, ich gehe mal hier so runter, hier diese 5 Blöcke reingraben. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir sehen den 6. Und von der anderen Seite, hier, machen wir das genauso. 1, 2, 3. Hier ist dann zum Beispiel ein Rohstoff, den man sehen könnte. 5 Blöcke, die man hier gräbt. Und dann sieht man den 6. auch. Und dann überschaut man eigentlich einen relativ großen Raum. So, jetzt gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit, bei diesem Muster hier, dass man beispielsweise bei reinem Zufall Diamanten übersieht, die so platziert sind. Das heißt, man würde einfach vorbeigraben. Diese Form des Würfels gibt es zum Beispiel auch. Oder diese Form hier. Da würde man ja vorbeigraben, weil man sie ja nicht sieht. Deswegen kann man das Ganze nochmal etwas effektiver machen. Und zwar mit 10 Blöcken Abstand. Das aber jedem selber überlassen. Denn bei 10 Blöcken Abstand, das kann ich gerade mal von innen zeigen. Also wir gehen wieder in unsere Mine. Graben hier unseren Gang. 5 rein. Hier 5 rein. Und hier 5 rein. So, jetzt können wir das da drüben schon sehen, aber theoretisch wären wir ja noch nicht so weit. Dann würden wir jetzt den nächsten Gang nehmen. Also diesmal hier 10 Blöcke zwischendrin Platz. Diesen Gang graben. Und dann könnten wir hier einmal durchschauen. Wie so eine Röhre. Ja. Und so entsteht dann, ich gehe mal hier raus, und so entsteht dann dieses Muster, dass wir wirklich diesen großen Raum hier abdecken. Und auch von unten kann man das gut sehen hier. Also wir decken diesen großen Raum hier ab. Und da jedes Vorkommen immer relativ sperrig ist, wie zum Beispiel dieses Kohlevorkommen hier, da sieht man zum Beispiel im Hauptgang nur einen Block von. Und dann gräbt man nach und findet immer mehr Kohleblöcke, weil die relativ groß sind. Das heißt, bei relativ wenig Arbeit kann man relativ viel finden. Und das zeige ich euch jetzt noch in meiner richtigen Mine im Singleplayer-Modus. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Jetzt in der Singleplayer-Welt. Und stehe hier vor meiner Mine. Mehr will ich euch auch noch nicht zeigen, denn zu dem Haus hier kommt noch ein Let's Show. So, wir gehen jetzt mal runter. Gibt's hier so zum Runterhüpfen. Und wie ihr sehen könnt, sind wir auf Ebene 12 hier. So. Ich habe hier auch so einen kleinen Raum mit Ofen, Kiste. Da könnte auch, ja, da ist nichts drin. Und dann ist hier dieser 2x2-Gang, den ich eben präsentiert habe. Der geht hier ewig. Und hier auch relativ lang. So, hier sind noch ein paar Lavaseen, die ich gefunden habe. Aber es geht ja erstmal darum, das euch zu zeigen. So. Und dann habe ich hier, wie gesagt, den Gang gegraben und dann nach einer gewissen Zeit hier diese Gänge gemacht an der Seite, die hier so 5 rein gehen jeweils. Hier und hier. Und dieser Gang hier ist relativ lang und der andere, den muss jetzt glaube ich nicht ablaufen. Und dann bin ich hier direkt schon, im Hauptgang zufällig auf Diamanten gestoßen. Das war sehr überraschend. Aber das Witzigste ist, dass ich kurz darauf
weiter hinten nochmal auf Diamanten gestoßen bin und hier, wie der Schild schon sagt, etwas weiter drin. Also ihr seht, die Gänge sind relativ lang. Mal schauen, ob man da hier auch noch auf Diamanten gestoßen bin. Aber sonst läuft alles wie gehabt. Hier diese Gänge hier, wo ich mit Cobblestone ausgebessert habe. Das kann ich gerade mal zeigen. Die sind deswegen so, weil ich mich hier schon reingegraben habe. Und hier deswegen, hier habe ich nämlich Rohstoffe gefunden teilweise. Keine Ahnung, was hier drin war, aber hier war mal irgendwas drin. Und so habe ich schon relativ viel gefunden. Aber was ich alles gefunden habe und wie, das seht ihr dann im, Let's Show. Aber wann das kommt, weiß ich noch nicht ganz, denn das Haus hier ist noch nicht ganz fertig. So. Wie gesagt. Noch eine kleine Sache. Wie es zum Abbauen der Rohstoffe geht, da könnt ihr im, ersten Video nachschauen. Das werde ich verlinken. Hier irgendwo im Video und auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Dann so noch kurz. Falls das System, das Gängesystem mal zu groß wird. Und das ist bei mir schon relativ groß, also es geht hier hinter noch weiter. Und diese Gänge hier sind auch relativ groß. Mache ich das immer so, dass ich die Fackeln, also jetzt hier war es jetzt nicht so gewesen, aber dass ich die Fackeln immer auf, wow, so, da hatte ich gerade einen Frame-Einbruch, dass ich die Fackeln immer auf eine Seite mache und beim Reingehen in die Höhle sind sie dann immer rechts, auf der rechten Seite. Und beim Rausgehen der Höhle weiß ich dann praktisch, zum Ausgang geht's, dass die Fackeln auf der linken Seite sein müssen. Also hier geht's dann praktisch zum Hauptraum wieder. So, hiermit bin ich dann eigentlich am Ende. Also ihr habt gesehen, man deckt einen großen Raum ab. Und es ist sehr effektiv. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal und auch beim Let's Show, wenn das dann kommt, wieder einschalten. Ciao.